Ja, wir sind auf dem Betrieb Oberhofer. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit 80 Milchkühen, haben ein bisschen Direktvermarktung dabei und im Anschluss noch eine kleine Biogasanlage mit 75 kW. Wir machen 80 Hektar Ackerbau und 20 Hektar Grünland. Das funktioniert bei uns so, dass von den 80 Hektar 25 Hektar Weideland eingesät haben. Das wird im Vollweidesystem betrieben. Das heißt, dass die Kühe von Anfang April oder je nach Witterung bis zum Ende Oktober oder Ende November sie aus 100% Gras ernähren und 100% auf der Weide sind, wenn es die Witterung zulässt. Das heißt, wenn es genügend regnet und genügend Wachstum da ist. Außerdem wird das mit einer Blockabkalbung gemacht. Die Kälber kommen von 15. Oktober bis 15. Februar. Mit einer Joghurttränke wird da getränkt und in der Gruppenhaltung, wenn man da sägt. Wir machen das Grundfutter für unsere Kühe selber. Also das heißt, das wird Kleegras und Silomais angebaut auf unseren Flächen und ein bisschen Luzerne, wo man immer abschnittsweise trocknet. Also das wird quasi einen Tag am Abend gemäht, wird anmelken lassen, dann wird es mit einem Ladewagen geholt und wird in die Trocknung gefahren und wird dann da mit der Abwärme von der Biogas getrocknet. Ja, da sieht man, die Kälber bekommen jetzt noch eine reine Luzerne. Ab der 5., 6. Woche wird dann ein Kälber-TMR gemacht mit der Getreidemischung und der Luzerne und ein bisschen Melasse. Bei uns wird halt schon Wert gelegt darauf, dass wir die Kreislaufwirtschaft relativ gut im Griff haben. Also das heißt, die Gülle, der Mist, der fällt auch bei uns im Betrieb. Wir kriegen auch noch einen Mist von einem Partnerbetrieb. Der kommt dann in die Biogasanlage, wird da vergoren. Dann kommt auf der einen Seite der Gärrest raus, wo ein wertvoller Dünger ist, wo wir sehr gute Erträge zusammenbringen, weil der Gärrest gut verfügbar ist und halt einfach halt gut genutzt werden kann, ob das jetzt auf der Weide ist oder im Ackerbau. Und auf der anderen Seite kommt Strom zur Vermarktung raus und Wärme für die Trocknung von der Luzerne und zum Beheizen von unseren Betriebsgebäuden. Man sieht ja schon bei der Luzerne, dass wir halt einfach die Blätter dabei haben, die wo man normalerweise nicht heimbringt, wenn man das im Acker draußen trocknet. Und somit, glaube ich, funktioniert das relativ gut bei uns. Das ist die Laktierendelation. Die besteht aus Grassilage, Maissilage, Luzerneheu, Getreideschrot, Ackerbohnen und Körnermais. Man sieht jetzt da auch die Luzerne relativ schön. Wir haben die Luzerne als Eiweißkomponente und als Strukturgeber in der Ration. Man sieht das recht schön. Ist vom Mischwagen auf die Flotzmahlbreite zugeschnitten, dass nicht selektiert werden kann. Wir haben aber auch festgestellt, dass die Luzerne nicht 100% als Rohproteingeber in der Ration ist, sondern die Luzerne hat sehr positive Auswirkungen auf die Futteraufnahme. Durch das, dass die Luzerne in der Ration ist, wird die unseres Erachtens viel schmackhafter und steigert halt die Futteraufnahme extrem und ja, hat halt einfach die positiven Auswirkungen von der Eiweißkomponente und von dem Strukturgeber. Man sieht jetzt da das recht schön, dass da die Blätter noch drin sind und die Stängel halt auch. Bei uns wird die Ration so gefahren: Wir machen die Getreidehofmischung mit unserer Schrotmühle. Dann weichen wir mindestens 12 Stunden die Getreidemischung ein im Mischwagen. Dann geben wir das Luzerne halt zum Mischwagen dazu. Dann wird das abgemischt, dass der Getreideschrot vielleicht schon ein bisschen an der Luzerne klebt. Und dann kommt halt Gras und Maissilage dazu und ist eine feste Zeit hinterlegt am Mischwagen, dass halt das nicht zu klein wird und dass halt die Ration immer gleich wird, dass wir mit dem Pansenbierarbeit immer auf dem gleichen Level haben. So, wir stehen hier vor unserem Luzerne-Lager. Kurz zum Verfahren der Luzerne-Ernte. Wird mit einem Frontmähwerk mit Aufbereiter gemäht. Dann wird es je nach Witterung 1 bis 2 Tage liegen lassen und zum Anwelken. Und dann wird es mit einem kleinen Ladewagen mit Dosierwalzen reingefahren. Wichtig auch nicht die Dosierwalzen, dass das locker in der Trocknung liegt. Dann wird der Ladewagen, das ist ja gerade so schön, so breit, dass der Ladewagen zweimal reinpasst. Einmal links und einmal rechts. Also ein paar Bahnen vorgezogen. Und dann wird die Trocknung eingeschaltet und dann läuft die so im Intervall. Bei uns ist da Zeitschaltuhr hinterlegt. Da wird 30 Minuten heiße Luft reinblasen und dann 30 Minuten wieder halt Umgebungsluft, die wo auch noch erwärmt wird, weil im Register ist immer noch Restwärme drinnen. Dass der Sinn ist, dass das halt nicht zu heiß wird, dass wir keinen Proteinverlust haben. Dann
werde das mit dem Teleskoplader raus und werde in die Box da reingeschoben und von da wird es weggefüttert. Wir müssen halt da schon immer aufpassen, dass, wenn es im Sommer recht heiß ist, dass das nicht zu lange draußen liegt, weil sobald das zu dürr ist, haben wir Bröckelverluste, die wo dann auf dem Acker liegen bleiben. Und wir wollen auch das Blatt heimbringen, das wo man normalerweise mit der Feldtrocknung nicht erreichen würde. Genau, und im Winter füttert man mir dann da immer halt jeden Tag, was wir halt brauchen, raus. Also wir befinden uns da in unserer Trocknungsbox und da ist die Trocknungseinheit. Es wird quasi da in der Oberlichte in der Halle die Außenluft angesaugt, wird dann grob gefiltert und dann wird das durch Gebläse gedrückt und dann durch ein Register quasi durch die Heizung wird es halt erwärmt und dann kommt es da hinten runter, hinter der Mauer, haben quasi am Boden die Balken befestigt und drauf ist das Schlitzbrückenblech und zwischen die Balken kommt die heiße Luft raus und wird durch das, dass immer Luft nachgedrückt wird, durch das Erntegut durchgeblasen. Da muss man halt mir sehr fest aufpassen, dass wir mir je nach Erntegut die Füllhöhe verschieden machen. Die Luzerne ist ja je nach Anwendegrad, wie die Witterung ist, ob wir es jetzt schneller heimfahren müssen, nach dem ersten Tag schon oder nach dem zweiten Tag. Da muss man halt ein bisschen schauen, aber das haben wir, glaube ich, schon recht gut ins Gefühl gekriegt. Die Luzerne, die wird dann herinlassen, bis trocken ist. Das merkt man dann beim Drübergehen, wenn es knistert, dass da keine Stellen mehr drin haben, wo zu feucht sind oder wo noch nicht lagerfähig sind. So funktioniert das.